England backup keeper had a problem. Rashford, Sterling Ingham got plenty of pace. Oh my goodness! Marcus Rashford. Inside 2.5 minutes, the dream continues for the teenager. Alex Hunter trifft bei seinem Debüt? Ja, das können wir doch wohl auch. Ich bedanke mich nochmal aufrichtig für euren Support. Es ist geil, wie diese Karriere bisher bei euch ankommt und mir macht sie unglaublich Spaß und ich hoffe, dass wir in den nächsten Episoden auch genau diesen Support wieder aufrechterhalten können. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des RB Leipzig Karrieremodus. Die vierte Folge ist heute am Start und wir drehen direkt mal richtig durch und starten direkt mal richtig durch. Und zwar mit dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, das in dieser Episode gibt. Wir sind momentan auf Tabellenplatz 4, nachdem wir letzte Episode gegen Dortmund gewinnen konnten und gegen Hamburg verloren haben. Wenn ihr das nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall aus. In der Playlist ist das ganze Video selbstverständlich zu finden. Videobeschreibung auch mal vorbeischauen. Links zu IG Vault, 6% Rabatt in den Korbbox Gaming TV, dazu zu meinem Merchandise, zu meinen Social Media Links, gerade Instagram und Twitter auf jeden Fall auschecken. Amazon könnt ihr auch mal gerade in der Weihnachtszeit bei den Angeboten jetzt nochmal vorbeischauen über meinen Link und mich damit ein bisschen unterstützen. Und ich würde sagen, wir simulieren mal einfach ein bisschen vor und gucken vorher, gegen wen es heute noch. Wir spielen nämlich heute zweimal gegen die Rhein-Mannschaften und zwar gegen Gladbach halt eben und gegen den FC aus Köln. Nächste Episode geht es dann weiter simuliert ausnahmsweise mal gegen Augsburg und gegen Wolfsburg und dann geht es im Pokal gegen Bremen und vorher in der Liga gegen Bremen. Das wird, denke ich mal, eine ziemlich coole Geschichte. Aber jetzt erst mal zum Spiel gegen die Fohlen. Wir haben natürlich den verletzten Timo Werner und aufgrund dessen habe ich eine Idee, die ich wahrscheinlich in die Tat umsetzen werde in dieser Episode noch. Selke hat sich bei mir letzte Woche oder letzte Folge die Chance ein bisschen vertan, in der Startelf zu spielen. Dementsprechend steht da jetzt Sabitzer. Ich weiß, der ist nicht Stürmer hier, zumindest nativ nicht. Allerdings kann er das, denke ich mal, trotzdem. Und auf der rechten Seite wird dann Valentino Lazaro starten. Auf die Bank rückt dafür der Kollege Rashica und Lewicki oder Lewicki oder wie auch immer er jetzt ausgesprochen wird, der rückt für Ilsanka auf die Bank und, weil mir Halstenberg ja gar nicht gefallen hat mit diesem Fehlpass, geht das erste Mal Henrichs in die Startelf. Wir machen heute übrigens ein Experiment und zwar probieren wir aus, ob Dominik Kaiser weiterhin auf unserer 6 stehen bleibt oder ob Diego Demme langsam den Vorzug erhält, weil er auch vom Rating her schon deutlich besser ist als der Routinier, auch wenn ich den sehr, sehr gerne mag. Vielleicht wird der dementsprechend nur noch Backup sein in Zukunft. Allerdings ist das jetzt hier erstmal keine Frage für ihn, denn er steht in der Startelf und wird uns hoffentlich hier zum Sieg führen, zu Hause gegen Gladbach. Wir sehen hier bereits einige Akteure von Borussia Mönchengladbach, bei denen es bisher noch so gar nicht läuft in der Saison, sind 16. mit nur einem Punkt, müssen dementsprechend heute auch mal gewinnen, aber das soll gegen uns natürlich nicht einfach werden. Wir sehen hier schon Wendt, Kramer, Stindl, Hazard, das sind andere Namen als bei uns definitiv. Sommer, Christensen, Dominguez, Janschke, Hofmann, Strobel, dann eben Kramer, Wendt, Stindl, Hazard und Drimmitsch vorne in der Sturmspitze. Dreierkette ist allerdings gefährlich in FIFA 17 und ich hoffe, das werden wir denen oder die spüren lassen. Rein geht es in die Partie und ich bin mal gespannt, ob ihr erraten könnt zu diesem Zeitpunkt jetzt hier, was die Änderung bzw. was meine Idee sein wird, die ich eventuell im Kopf habe. Jetzt, wo Timo Werner verletzt ist, direkt mal der erste Freistoß rausgeholt von selbstverständlich Dominik Kaiser. Und gelb für Kramer nach 2 Minuten, das ist ein bisschen überzogen. Schöner Kombinationsfußball und Keita am Ende der Verwertungskette, leider Gottes mit dem Abschluss übers Tor, aber das sieht doch schon wieder sehr gut aus. Oh, das ist natürlich das große Problem hier bei der Borussia, denn bei Ballgewinn sind wir blitzschnell da und können direkt kontern, vor allem, zumal sie nur mit 3 Leuten halt eben hinten stehen. Beispielsweise jetzt haben wir eventuell die Gelegenheit, auch wenn sie schon einigermaßen zurückgerückt sind. Da außen ist Lazaro, Startelfdebüt übrigens für unseren österreichischen Neuzugang. Schönes Zusammenspiel mit Paulsen, das sieht gut aus. Die Frage ist jetzt nur, es ist keiner damit. Was machen wir? Den Ball herschenken an Janschke. Das war nicht mein Plan, aber ich wollte auch einen Übersteiger machen und mir den Ball nicht so weit vorlegen. Hazard mit der ersten Gelegenheit für die Gladbacher mal und das gibt einen Eckball jetzt, Wellenreuter gut gehalten, macht sich ein bisschen warm und das finde ich gut so, denn so ist er, wenn was kommt, auf jeden Fall auf den Posten, die Ecke von Stindl jetzt, oh, da kommt Hazard angelaufen, das heißt, die führen die wohl kurz aus, wir gehen direkt mal schon mal auf Konter für den Fall der Fälle, Hazard bringt die in die Mitte, 1-0 für Borussia Mönchengladbach, das war nicht der Plan, Toni Janschke, nein, wer ist es denn? Christoph Kramer, ich bin mir nicht sicher, irgendwer auf jeden Fall hat diesen Ball reingeköpft nach der Flanke und es war wohl Josip Drimmitsch. Ja, Drimmitsch mit dem 1-0. Das ist jetzt hart ärgerlich und wieder viel zu einfach gewesen. So darf das natürlich nicht passieren. Müssen wir mal schauen, wie wir darauf jetzt antworten können.
Oh, Klostermann versucht es direkt mal, das sah nicht schlecht aus, aber da geht auf jeden Fall noch einiges mehr. Momentan steht Gladbach hinten unwirklich gut, aber Gott sei Dank kriegen wir jetzt mal zumindest einen Einwurf bei denen in der Halbzeit, weil momentan geht über Ballbesitz nicht viel, weil wir haben kaum welchen, 38%, wie ihr da sehen könnt. Nur schlechter Pass von Keita direkt in den Fuß des Verteidigers. Compare holt er sich den Ball zurück, ja Keita. Ah, schlecht gespielt auf Kaiser, der war viel zu hoch in der Situation, aber der Ball auf Sabitzer. Vielleicht können wir hier raus irgendwas machen. Yusuf Paulsen mit seiner Energie, der Ball auf Sabitzer und da ist der Ausgleich. 44. Minute, das hat sich absolut nicht angekündigt, aber Marcel Sabitzer, mein Lieblingsspieler von RB, macht hier den Ausgleich. Paulsen legt vor und genau sowas meine ich. Da sind halt Lücken in der Defensive und wenn wir die ausnutzen können mit unserem Tempo, dann sehen sie alt aus. Sabitzer mit dem Ausgleich, sehr schön, weiter so. Lazaro und der Ball auf Paulsen. Paulsen noch abgewehrt, kann er nochmal ablegen und da steht Kaiser. Jetzt kriegt der den auch nicht mehr aufs Tor, aber das war sehr, sehr eng hier kurz vor der Halbzeit. Fast noch das 2:1 für uns und jetzt sind wir am Drücker. Und genau so müssen wir das in der zweiten Halbzeit transportieren. Die Fans scheinen einigermaßen zufrieden zu sein und Gladbach muss sich fragen, wie dieses Tor gefallen ist. Aber mal sehen, was in Durchgang 2 noch so möglich ist. Bei Gladbach kommt Mo Dahoud rein und zwar für Tobias Strobel. Dementsprechend ein bisschen offensiver eventuell ab jetzt das Spiel von Gladbach angelegt. Da bin ich mal gespannt. Oh, da wäre die eventuelle Chance gewesen, hätte Paulsen diesen Ball ein bisschen besser in den Lauf von Sabitzer befördern können. Aber leider Gottes war das hier nicht der Fall. Compare verliert das Kopfballduell gegen Hazard. Das darf natürlich normalerweise nicht sein. Schönes Kombinationsspiel von Gladbach jetzt an der Nähe des 16ers. Allerdings der Pass auf Kramer, der sich da irgendwie behaupten kann. Gegen Compare und jetzt doch den Ball verliert, beziehungsweise die Szene wird zumindest erstmal ein bisschen entschärft. So, wir haben nochmal 2 Spielerwechsel und zwar ja einmal bei Borussia Mönchengladbach geht Drimmitsch runter und bei uns Doppelwechsel, 2 Debütanten für uns und zwar einmal Papadopoulos, den wir hier sehen können und Lewicki und zwar für Kaiser und Compare. Über links ging heute noch gar nichts. Forsberg ganz unauffällig. Vielleicht jetzt mal. Der Ball auf Paulsen wieder. Paulsen ein bisschen langsam. Sabitzer und da steht Lewicki. Kann den Ball nicht aufs Tor bringen. Allerdings wieder Keita. Ah, warum dreht er sich denn plötzlich so langsam? Normalerweise unglaublich agil, der Junge. In der Situation jetzt leider nicht. Sabitzer wieder auf Keita. Keita im 16er. Wir versuchen es zumindest mal mit einem Torschuss. Bald wird übrigens Rashica reinkommen. Aber erstmal noch dieser Eckball, ausgefüllt von Lazaro. Der ist der Wechselkandidat. Mal sehen, was er jetzt hier noch machen kann, um sich zu empfehlen. Die Flanke ist nicht so schlecht. Der Ball kommt zu Lewicki. Lewicki, wie auch immer. 2:1. Debüt für RB Leipzig. Und er trifft direkt mit seinem ersten Torschuss. Das ist natürlich meine absolute Ansage hier. Für eine Startelf-Nominierung. Ich bin begeistert. Er ist der Backup, gar keine Frage. Wenn du dich so einfügst, Sommer direkt zu Lewicki und der nutzt die Chance, dann bist du ganz oben bei mir mit dabei. Unser Neuzugang von Malmö, erstes Spiel, erster Schuss, erstes Tor, wie geil. Wieder Keita, raus auf Forsberg. Jetzt sind wir natürlich wieder im Drücker hier in der Situation. Die Flanke von Forsberg, da steht Keita und Paulsen. Eieiei. Da durfte ich ihn nicht kontrollieren, sonst wäre das eventuell hier das 3:1 gewesen. Schade. Rashica in der Partie, die Ecke auf den Kopf von Orban, das sah schon mal gar nicht so schlecht aus. Henrichs jetzt, hat bisher noch keinen auffälligen Fehler zumindest gemacht, offensiv ging aber auch nicht so viel. Es gibt einen Einwurf. Henrichs war mit nach vorne geeilt, um da mal ein bisschen Damage zu sorgen, oder für Damage zu sorgen und das wird fast bestraft. Aber Papadopoulos macht das da gut gegen Hazard. Wir sind in der 83. Jetzt bloß kein Gegentor kassieren. Ecke wieder kurz ausgeführt. Wieder reingebracht, gut geklärt. Ich weiß nicht, von wem es da jetzt gerade war. Jetzt Forsberg. Nicht Pierre-Emil Højbjerg, sondern Emil Forsberg. Und das Ganze ist geklärt. Sehr schön. Eventuell direkt der Konter über eben Forsberg und Paulsen. Paulsen ist deutlich schneller als Alvaro Dominguez. Schneller als Dahoud. In der Mitte ist Sabitzer. Oder wer ist es? Ich weiß es nicht. Es ist Sabitzer. Und der kriegt den Ball nicht ins Tor. Und Forsberg verletzt sich. Und was ist denn jetzt hier los? Eieieiei. Das ist natürlich jetzt nicht schön. Aber nochmal Rashica mit seiner Dynamik außen. Richtig, richtig gut. Und dann wollte ich auf Lewicki spielen. Und der war leider Gottes schon weg. Natürlich jetzt nicht gut in der Situation, vor allem, weil wir jetzt nochmal in Konter laufen könnten. Toni Janschke, der geht jetzt auch nochmal mit nach vorne. Orban ist aber dazwischen und der Pass ist auch schlecht. Und nochmal Lewicki mit der Balleroberung auf Paulsen. Paulsen, wie gesagt, der ist schneller als Dominguez, hat aber nicht mehr so viel Power. Trotzdem der Berberspin. Jetzt legt er nochmal ab, ich weiß nur nicht wohin. Warum wollte ich ablegen und nicht selber schießen? Das war total dämlich, aber das Spiel dürfte durch sein. Trotzdem dämlich. Ärgerlich, aber Ecke. Und damit ist es Schluss
in der Red Bull Arena. Wir gewinnen mit 2:1 gegen den nächsten Hochkaräter. Borussia Mönchengladbach wird hier bezwungen daheim vor unserem Publikum. Und das ist auf jeden Fall meine Hausnummer. Nach Borussia Dortmund jetzt auch Gladbach. Zwar anders als in Realität die Niederlage gegen Hamburg, aber mir gefällt das momentan recht gut. Und damit können wir weiterarbeiten. Auch die Borussia konnte uns nicht besiegen. Ich bin gespannt, ob es der FC schaffen wird. Andere Ergebnisse mal. Bayer gewinnt gegen Augsburg, Bremen verliert gegen Mainz, Bayern gegen Hertha unentschieden und Schalke gegen Köln unentschieden. Interessante Ergebnisse auf jeden Fall. So, nachdem ich mal die Rückennummern angepasst habe, jetzt gibt es eine verrückte Aktion. Und zwar gehen wir in unseren Jugendstab bzw. in unsere Jugendmannschaft, sagen wir es mal lieber so, und schauen uns da nochmal unseren italienischen neuen Star an. Michele Esposito. Und den werden wir demnächst verpflichten. Wir warten noch einen Monatsbericht ab und dann werden wir diesen kranken Jugendspieler in unseren Verein holen. Ich bin mal gespannt, was ihr erwartet. Schreibt's mal in die Kommentare. Was meint ihr? Wird das unser neuer Superstar? Und vor allem, was hat der für Skill-Attribute? Und wie sieht das mit den restlichen Stats aus? Lange Pässe und kurze Pässe und so weiter und so fort. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ihr denkt. Macht euch übrigens keine Gedanken. Auch die anderen Spieler wie Paslak und Co. werden ihre Spielzeiten bekommen. Jetzt allerdings versuchen wir es erstmal mit dieser Aufstellung. Wie gesagt, Dämmer auf der 6, Rashica, Rashica, meine Güte. Nochmal als Versuch auf der rechten Seite anstelle von Lazaro, der gerade gespielt hat. Links Halstenberg wieder, weil Henrich zwar einigermaßen gespielt, aber nicht so überragend. Und in der Innenverteidigung erstmal ist Papadopoulos von Anfang an, weil der mir gerade ganz gut gefallen hat, weil er seine Chance mal bekommen soll. Er ist jünger, er ist theoretisch auch besser als Compair und eventuell können wir das ja ausnutzen. Ran geht's ins Rhein-Energie-Stadion. Ich bin gespannt, wie es laufen wird gegen die Geißböcke. Das sage ich in letzter Zeit irgendwie andauernd, aber ich bin tatsächlich gespannt. Diese Karriere macht mir mega viel Spaß und ich hoffe auch euch gefällt sie bisher genauso gut wie mir. Ich bin mir natürlich mal wieder nicht sicher, aber bisher zeigen die Likes definitiv, dass ihr Bock auf mehr habt und das ist doch richtig, richtig schön. Ich bedanke mich nochmal in aller Ausführlichkeit dafür. Ist übrigens ein Topspiel heute. Wir spielen gegen den Dritten und zwar mit 10 Punkten bisher. Das heißt, keine Niederlage und wir wollen denen die erste zufügen. Vamonos. Sie haben bisher die meisten Tore geschossen mit 9. Horn, Neukowski, Marot, Heinz und Hector und damit wenig zu tun. Höger, Jojic und dann wird es interessant. Zoller, Modest, Bittencourt und Risse. Momentan sind bei Köln ja 3 davon nicht so wirklich fit. Modest noch nicht im Mannschaftstraining, dazu Risse, dazu auch ein Bittencourt verletzt. Risse ja sogar Kreuzbandriss, nur Zoller ist fit und das ist eigentlich von denen der ungefährlichste in meinen Augen gerade in FIFA. Aber wir wollen uns nicht täuschen lassen, ich bin gespannt, wie es laufen wird. Auf geht's. Ich bin gespannt. Meine Güte nochmal, das geht mir selber auf den Keks. Alter Schwede, das war direkt mal der erste richtig, richtig gute Angriff. Timo Horn ist am Ende dazwischen, aber wenn Paulsen den ein bisschen besser aufs Tor bringt, ist das das 1-0. Paulsen, oi, 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 der FC wackelt hier in der Anfangsphase und das gefällt mir natürlich gut. Richtig schönes Zusammenspiel von Forsberg und Paulsen, die beiden Skandinavier. Gut gemacht von Forsberg, haut er den übers Tor, was war das denn? Oh, außen Halstenberg hat viel zu viel Platz. Flache Flanke in die Mitte. Die war wieder mal nicht gut. Die hätte eventuell besser kommen können. Und jetzt hat Köln natürlich die Umschaltchance, weil Halstenberg auch vorne ist. Und solange sie hinten weniger kassieren, als sie vorne schießen, ist es scheißegal, wie kacke die hinten stehen. Zoller, ich habe gerade noch gesagt, der ungefährlichste. Oh, wei. Höger an Pfosten. Ach du meine Güte. Das war mal ein ordentlicher Zusammenknall da von Rashica und Hector und der hat sich dabei verletzt. Ja, muss wohl runter. Gute Besserung. Irgendwie bekommen wir es Mitte der ersten Halbzeit nie so wirklich hin, gefährlich zu sein. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass es genau in dieser Phase so ist, aber es ist auffällig, weil es in den letzten Partien halt immer so war. Und da schleichen sich auch teilweise Präzisionsfehler ein, die wir normalerweise nicht haben. Jetzt schöne Balleroberung von Forsberg. Das ist Paulsen und der raus auf Keita, der da mitgelaufen ist. Der zurück auf Paulsen, der in der Mitte, Forsberg. Jetzt können wir natürlich nicht direkt abschließen. Klostermann, lauf doch mal. Hallo. Herr Klostermann, laufen Sie bitte. Meine Güte nochmal, Rashica eventuell, nee, das ist Sabitzer, okay, auch in Ordnung. Über die Außenbahn, können wir die Flanke schlagen? Nee, können wir nicht, abgefälscht und Eckball im Ein. Sabitzer macht den Schafdämme und da steht Forsberg, was macht Forsberg? Warum fliegt Forsberg den Ball zurück? Das habe ich nicht gedrückt, Freunde. Auch auffällig ist, dass wir Ende der ersten Halbzeit dafür immer richtig stark rauskommen, beziehungsweise reingehen in die Kabine. Forsberg setzt sich außen grandios durch, schöner Übersteiger und schön den Ball verloren.
Alter Schwede, ich wollte ja gerade sagen, macht ihr, das ist ja ein richtiger Bomber aus dem Kosovo da, der Rashica. Erst gerade diese Aktion mit Hector, wo der sich verletzt und jetzt diese Thunderkant, die ganz knapp am Tor vorbeigeht. Das wäre es natürlich gewesen hier. Wir gehen in die Halbzeit und zwar mit einem 0:0. Das ist momentan eine sehr, sehr interessante Partie. Es dürfte in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Torgefahren auch kommen auf beiden Seiten. Okay, wir hatten eigentlich, und Köln eigentlich auch. Also eigentlich müssen wir alles nur so beibehalten. So, Risse kann natürlich diese Distanzen, aber ich glaube kaum, dass er es direkt versuchen wird. Nein, tatsächlich ausnahmsweise mal nicht, aber der Ball kommt trotzdem das zweite Mal auf unser Tor. Schlechter Abwurf von Wellenreuter, sonst hätten wir hier eventuell kontern können, aber das war vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch. Ball geht aber wieder in Seiten aus. Letztes Mal haben wir da aus dem Tor gemacht, ich hoffe diesmal auch. Stark von Wellenreuter und jetzt auf Paulsen und der steht freier als gerade Sabitzer, aber der Pass war wieder schlecht von mir gemacht, da hätte ich vielleicht ein bisschen den Ball annehmen sollen mit dem Platz und jetzt Zoller, aber Papadopoulos, ich weiß schon, warum ich den in den Startelf gepackt habe. Der direkte Fußball ist definitiv unser Stil mit Hell, aber wir kommen gerade nicht durch, Köln steht wirklich gut hinten und hat vor allem auch immer einen Fuß dazwischen. Keita mit der Flanke. Paulsen ist da. Jawohl, da ist das 1-0. Und wieder ist es Yusuf Paulsen per Kopf. Keita gehört da außen normalerweise gar nicht hin. Ich habe mich geärgert, dass Forsberg nicht da steht. Aber wenn er so flankt, kann er es gerne öfter machen. Horn klebt auf der Linie. Und Paulsen setzt sich in der Mitte durch und macht das Kopfballtor. Perfekt. Wir führen wieder. Und das sieht richtig gut aus. Sabitzer mit einem klasse Tackling da, auch wenn es eigentlich aus Frust raus war, wenn ich ehrlich bin. Yusuf Paulsen in den Lauf von Sabitzer, das war kein guter Pass. So Freunde, Risse hat gerade eine Halbchance vergeben und wir wechseln dreifach aus. Und zwar gehen Demme, Sabitzer und Forsberg runter. Bei, oh, Köln kommt Anderson Lopez für Zoller. Und bei uns kommen Burke, Lewicki und Selke. Und Selke mit dem Pass auf Paulsen. Ist Paulsen schneller als Jojic? Er kommt nicht ganz vorbei. Ah, Jojic tanzt da ein bisschen auf der Stelle. Jetzt ist Köln natürlich offen, weil sie müssen ja nach vorne spielen. Liegen 1-0 hinten, haben bisher anscheinend in jedem Spiel getroffen, weil sonst hätten sie wohl kaum 9 Tore erzielt. Aber es sieht nicht gut aus für den FC. Schöne Ballerung von Keita, der gerade die Vorlage gemacht hat. Jetzt raus auf Selke, beziehungsweise runter auf Selke. In der Mitte steht wieder mal Lewicki. Aber wo geht der Ball denn hin? Sag mal, Selke, letzte Episode war das schon. Wo ist dein Zielwasser, Junge? Oh oh, Rudnevs gerade eingewechselt für Modest. Ich habe mir noch keine Sorgen gemacht. Das war Ball gespielt, Schiri. Also dafür muss man definitiv keinen Freistoß geben, aber er gibt ihn. Und jetzt bin ich mal gespannt, was aus dieser Freistoßsituation wird. Für mich ist das hier... Okay, er ist Gegner. Okay, es ist ein Freistoß. Aber das heißt nicht, dass sie den jetzt verwerten werden. Jojic, oh, sie machen ihn kurz anscheinend. Nein, sie machen ihn direkt, aber schlecht. Alter Selke, was ist mit deinen Pässen los? Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Also... Der hat anscheinend absolut keine Präzision mehr im Fuß. Oh Gott. Und jetzt der Ball auf Dominik Heinz. Der Innenverteidiger mit der Flanke. Orban kann klären. Und dann ist Schluss. Heieiei. Ein Sieg. Ein verdienter Sieg. Alles in allem. Aber trotzdem hätten wir das Ding mit ein bisschen mehr Präzision sicherlich früher klären können. Mir soll es egal sein. Peter Stöger gratuliert Max MGT zum nächsten Punktgewinn. Wir haben damit jetzt 12 auf dem Konto. Nach 5 Spielen ist das sehr ordentlich. Haben Köln davon abgehalten, mal wieder ein Tor zu schießen. Haben jetzt genauso viele Tore wie das torgefährlichste Team der Liga vor diesem Spieltag. Und ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Ab geht's zurück in die Zentrale. Und als Tabellenzweiter trainiert es sich doch gleich noch viel besser. Mal sehen, wie es hier aussieht. Ein A bei Rashica und bei Paulsen. Damit bin ich zufrieden. Selke, irgendwie, Präzision. Das Scouting-Update aus Österreich ist da. Maximilian Dammerer sieht nicht so gut aus. Johannes Deisenberger auch nicht. Ronald Auer auch nicht. Matthias Berger auch nicht. Johannes Schuster aufgrund seines Alters auch nicht. Matthias Zauner, den beobachten wir zumindest mal. Und Felix Wimmer sieht auch nicht so gut aus. Schade auf jeden Fall. Aber bald haben wir den Monatsbericht. Und dann in der nächsten Episode holen wir auf jeden Fall unseren italienischen neuen Jugendstar hoch. Ich hoffe, diese Episode hier hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da. Ich bedanke mich nochmal aufrichtig für euren Support. Es ist geil, wie diese Karriere bisher bei euch ankommt und mir macht sie unglaublich Spaß und ich hoffe, dass wir in den nächsten Episoden auch genau diesen Support wieder aufrechterhalten können. Wenn das der Fall sein sollte, dass euch auch gefällt, wie gesagt, ihr wisst, wie ihr unterstützen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder am Freitag dann mit der nächsten Folge des RB Leipzig Karrieremodus. Bis dahin wünsche ich euch noch eine traumhafte Woche und einen traumhaften Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.